Mein Name ist Fabio Canetsch. Ich arbeite am Institut für Volkswirtschaft der Uni Bern, verfasse dort eine Doktorarbeit zum Thema Geldpolitik und habe jetzt ein kleines Projekt zur Vollgeldinitiative. Mit dem bin ich unterwegs bei verschiedenen Institutionen. Was ich möchte, ist die Idee der Initiative so neutral wie möglich darzustellen, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute aus der Universität, aus Fachhochschulen sich schon auf der Ja- oder Nein-Seite positioniert haben. Und ich denke, dass es wertvoll ist, dass sich etwa jemand aus der Universität auch neutral zur Vorlage äußert. Man liest und liest und liest und hinterfragt immer wieder, was man glaubt, verstanden zu haben. Man bespricht das mit den Initianten, habe ich das richtig verstanden, was ihr genau vorschlägt. Man trifft sich mit den Gegnern und stelle ich eure Argumente richtig dar. Man hält den Vortrag viele Male vor Kollegen an der Universität, vor Freunden. Ich glaube, das Verständnis für die Initiative kann man relativ einfach auf eine neutrale Weise gewinnen, weil man muss einfach verstehen, wie das System heute funktioniert und wie das System im neuen Vollgeldsystem funktionieren soll. Das ist ziemlich unabhängig von der politischen Meinung. Das zu vermitteln ist natürlich schwieriger, das beeinflusst auch die eigene politische Meinung. Aber ich glaube, ich kann das gut außen vor lassen. Man muss einfach das Ego zurückstellen und das Ziel des Referats im Blick behalten. Es ist so, man spricht mit sehr vielen Leuten mit sehr starken Überzeugungen. Und man spricht vor allem mit Leuten, die glauben, dass die Gegenseite keine Ahnung hat von der Vorlage. Also die Initianten haben das Gefühl, die Banker, die haben keine Ahnung, was wir vorschlagen. Und die Gegner haben das Gefühl, die Initianten verstehen das heutige System gar nicht. Und es ist spannend zu sehen, dass beide Seiten nicht recht haben in dieser Ansicht. Ich glaube, das Projekt hilft, zu schaffen, dass die Leute miteinander sprechen, dass die Leute über das Projekt sprechen und nicht so isoliert in ihren Zirkeln über die Vorlage reden.